So, kann ich jetzt aber mal kurz hier mit der Spiel. Ja, wusste ich doch. Zack. Annehmen. Zurück. Und Spiel fortsetzen. Ja, das ist doch schon viel besser. Hier steht auch noch kurz drunter, was jetzt gerade das aktuelle Ziel ist. Und während die da Würstchen machen, die interessanterweise natürlich auch immer gleich wieder aufgegessen werden, erkunden wir. Genau. Okay, da sind Banditen, denen sollten wir uns nicht stellen. So ganz ohne Armee könnte das ein bisschen schwierig werden. Okay, wir brauchen mehr Würstchen. Ja, da muss man mal so einen weiten Umweg laufen. Naja, ich schicke sie mal da hoch, mal gucken, wie sie läuft. Läuft sie denn? Da läuft sie. Okay, da ist nur Stein. Ja, ihr könnt doch sowieso noch gar keine Posten erobern hier. Nö. Gut, dann müssen wir jetzt ganz sinnigerweise da eine zweite Jägerhütte hinpacken. Nee, sie können das auch nicht drehen. Hm. Dann machen wir es weg. Ich muss gleich mal sowieso mal gucken. Nein, jetzt bist du verkehrt rum. Ach, dann bleib halt so. Aber ich habe hier das Handbuch. Nee, wir haben schon zwei Würstchen. Na gut, da oben wäre noch Wild, aber das gehört uns ja nicht, das Gebiet. Ritter auswählen, Ritter auswählen. Jawohl. Und zahlen noch fleißig Steuern. So, Tastenbelegung, haben wir die hier irgendwo? Nö. Nicht wirklich. Aber das waren noch so die Zeiten, wo man noch so richtig schön gemachte Handbücher überall dabei hatte. Ja, lang ist's her. Mittlerweile kann man sich über eine lumpige Schwarz-Weiß-Kopie schon freuen. Heute drehen wir uns jetzt auch mal kurz gucken. Option, Tastenbefehle, Warenwetter, Marktplatz, Gebäude ausbauen, das Gebäude wählen. Gebäude drehen. Ach, Umschalt und Maus allein. Muss man erstmal drauf kommen. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Ganz wichtig, die eigene Beförderung. Hier sieht man genau da jetzt auch wieder, die finden kein Fleisch im Lagerhaus, weil die laufen natürlich nicht erst dahin, holen sich das da ab und tragen es dann rüber. Ich habe eine Metzgerei gebaut, das war ja ganz schlau. Kann ich das irgendwie abreißen? Nein, so drehe ich die Kamera. Ich will das aber abreißen. Ja. Nun gut, kümmern wir uns erstmal um ihre Beförderung. Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Lady Alandra, euer Aufstieg in den Rang eines Landvogts ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Ja. Alandra, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. Alandra, ich bringe schlechte Nachrichten. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Helft dabei, die Siedler zu schützen. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. Banditen haben einen Karren erbeutet. Ja, die Meldung wird mir definitiv noch auf den Keks gehen. Das weiß ich ganz genau. Ei! Alles klar!
Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Nimmt man auch die Kosten? Gold braucht man eigentlich hauptsächlich nur fürs Militär. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Ja. Wie kriege ich jetzt diese Metzgerei weg? Ach ja. Abrissmodus. Möchtet ihr etwas niederreißen? Dann wählt das Gebäude den Pfad oder die Mauer, die ihr entfernen wollt. Die Siedler erledigen dann den Rest für euch. Genau. Da habe ich jetzt nämlich wirklich schlauerweise eine Metzgerei gebaut. Brauche ich mich auch nicht wundern, dass die dann keine Rohstoffe mehr hat, wenn die andere... Naja. Das alles nimmt. So. Da sieht man auch, wo unser Karren ist. Das ist immer ganz nett. Jetzt auch so nette Wetterkarten und sowas. Also, aber das kommt später ja noch alles. Der Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört nun uns. Nun können wir zwei Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein abzubauen. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, und da sieht man auch schon, dass das halt das Interessante ist. Ich weiß gar nicht, ob der auch, wenn der aus der Reichweite ist. Nö. Ja, am besten ist es natürlich immer, wenn man das möglichst nah baut, so. Ah, genau, jetzt geht das auch mit dem Drehen. Einmal. Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Ja, das weiß ich jetzt auch, Mädel. Jetzt mir mal früher sagen müssen, wie das geht. Wir sollten einen Pfad von der Steinmetzhütte zum Marktplatz bauen. Klickt auf die Schaltfläche Pfad anlegen und bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Genau, auf Pfaden bewegen sich die Siedler nämlich schneller. Ja gut, hier ist jetzt gerade noch nichts. Normalerweise dockt das nämlich, also hier sieht man das schon schön, das ploppt dann da wieder so rein. Macht er das jetzt leider nicht mehr. Naja. Kostenlos, ne? Ja, genau. So ein oller Trampelfahrt kostet auch nichts. So, dann kann ich auch noch so die Kurven reintun. Zack. Andere Hütte kriegt natürlich auch noch einen Anschluss. So. Genau, und man hat auch gerade gesehen, die letzten paar Schritte, die ja hier auf dem Pfad gegangen ist, waren dann viel schneller. Es ist vor allen Dingen für so Rohstoffbeschaffung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo war der Eingang. Da, ne? Oder wo haben die den Eingang? Nein, da. Da haben die den Eingang. Alles klar. Ist natürlich vor allem für solche Gebäude interessant. Ausgezeichnet. Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Alandra. Ihr solltet befehlen, zwei Gerbereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Wieso mag das da jetzt nicht hin? Nun gut, nun gut. Ich habe übrigens extra absichtlich nicht hier, weil ich... den Platz die Freiheiten, falls ich da mal noch was bauen muss. Naja. Mal abwarten. Okay. Gerberei, Gerberei. Ja, brauchen wir auch Wild. Das ist auch doof. Ja, fischen. Fischen können wir noch nicht, ne? Nee, fischen können wir natürlich noch nicht. Kohle haben wir aber eigentlich eine ganze Menge. Ah, aber man kann sie ausbauen. Sehr schön. Dich baue ich auch gleich aus. Oh ne, du hörst jetzt nicht... das war ja total sinnig. Zu dem macht der schön den Weg und zu dem nicht. So viel zu meiner Überlegung mit den Wegen. Passt das natürlich gar nicht mehr hin. Na doch. Das geht und das geht nicht mehr. Ach ja, gleich mal schön am Anfang voll verbauen.
So. Muss ich doch da immer. Also diese blöden, eigenwilligen Siedler drauf. Ja gut, die haben jetzt gerade nichts zu tun. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszuführen. Burg ausbauen, genug Kohle haben wir, genug Stein haben wir. Auf geht's. Schön mit Baugerüsten. Ach ja, Gerberei. Bauen wir gleich mal hier hin. Ah, genau. Wir besitzen einen Stein. Blablub. Bauen eine Gerberei. Hat der, genau, der hat zwei Gerbereien gesagt, aber ich muss nur eine bauen. Ich lasse es auch erstmal bei einer. Ich glaube, die haben noch gar nicht das Bedürfnis. Genau, die haben noch nicht das Bedürfnis nach Kleidung. Das heißt, die werden das sowieso nicht alles wegsammeln. So, was jetzt natürlich nur blöd ist, ist, dass sie sich den Rohstoff teilen. Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholm, Alandra. Jo. Bin ich voll der mächtige Landvogt. Beziehungsweise Vögtin. Ja, genau, man sieht, wir haben genug Siedler. Wir haben... Siedlerlimit von 10. Ach so, nee. Alles klar, wir haben ein Siedlerlimit. Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Die Burg sieht beeindruckend aus, Euer Majestät. Wir machen gute Fortschritte. Ich finde das ja auch so toll, dass es Jahreszeiten gibt mit so Schnee und so. Ich finde das ja supi. Nur hier sieht man, die haben Hunger. Und wir haben aber auch momentan nichts zu essen. Ich hoffe mal, die kommen hier bald in eine Pötte. Ja, wir haben 6 im Lager. Sind auch sogar 2. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja bestens. So, jetzt müssen wir nur Kleidung produzieren. Und nein, ich bin kein besonders effektiv Spieler. Ich spiele auch gern einfach nur mal hübsch und einmal ausbauen, bitte. Und auch sonst irgendwie. Und ich hab's auch nicht ganz so mit dem Kriege führen. Ah, das müssen wir zum Glück noch nicht. Noch nicht so wirklich. Fünf von sechs. Ja, wieso Transport? Ach so, ja klar. Erst wenn 6 voll sind, bringt er das dann weg. Ah, lauf brav da lang. Nachdem ich mir den ganzen Baudingsbums hier zermatscht habe, weil du unbedingt da... Ja, dazu sagen wir mal nix. Er hat auch Hunger. Na gut, die brauchen sich auch nicht super zu beeilen. Wir brauchen nämlich viele Steine. Ich finde das so schön, wenn dann hier überall so Schnee ist, die Fenster erleuchtet und die sich hier so die Bürstchen rausnehmen. Ich finde das toll. Kann man die auch bei der Arbeit beobachten, wenn sie denn gerade da sind. Da sieht man auch schon, da haben sie schon was hergestellt. Na gut. Oh, der hat sehr großen Hunger. Aber es ist doch genug Fleisch da. Naja. Gut, das soll es erstmal für die ersten beiden Folgen gewesen sein. Falls ihr wollt, guckt euch dann auch natürlich noch gern die nächsten an. Und bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.